Aus Studio 1 von 1 melden wir uns mit Homezone. Hallo zu Homezone. Hier ist wieder der Schichtsalat der Comedy-Szene. Keiner will das alles, aber jeder findet was, mit dem er was anfangen kann. Heute unter anderem mit dem ultimativen True Crime Report. Doch vorher möchte ich mit Ihnen über Gott sprechen. Du hast auch, wie man die letzten Zuschauer verkrault, oder? Zum ersten Mal sind weniger als 50% aller Deutschen Mitglied der katholischen und der evangelischen Kirche. Da wird es langsam Zeit, seinen Mitgliedern mal was Neues zu bieten. Zu dem Thema mal ein bisschen heilig klingende Musik, bitte. Nicht sowas. Den coolsten Glauben, bei dem einem seine Sünden sogar wieder vergeben werden, wenn man sie bereut, kann man auch ganz ohne Kirche ausleben. Man muss die exklusiven Vorteile an Mitgliedschaft daher auch gut verkaufen. Das Abo verfolgt einen oft bis ins Grab. Man könnte mal klarstellen, dass die Verträge jederzeit kündbar sind. Einfach mal testen, Kopf unter das Wasser halten, Weihrauch inhalieren. Die maximale Laufzeit beträgt ein Menschenleben. Man kann mal schon als Kind durch die Eltern angemeldet werden, ähnlich wie bei der privaten Krankenversicherung. Ich will jetzt aber hier nicht die ganzen AGBs runterbeten. Die Kommunion oder Konfirmation ist quasi der Abschlussball des Konfirmandenunterrichts. Die Mitgliedschaft in einer der Kirchen kann übrigens an jeden Wohnort mitgenommen werden. Nach meinem letzten Umzug habe ich dann allerdings festgestellt, dass es bei mir nicht so viele Filialen gibt, wie ich das sonst hatte. Man darf aber jede Filiale aufsuchen. Weltweit. Die sind quasi überall vertreten, selbst im Vatikan. Wenn einem die Wandfarbe in der Kirche nicht gefällt, darf man diese nicht ändern, aber man muss bei einer Vertragskündigung auch nicht neu streichen. Die meisten Kirchen sind übrigens Altbau. Sieht man an ihrer hohen Decke. Schwer zu heizen. Daher wird es einmal pro Woche mit einer Schar älterer Leute versucht, die um die Wette singen. Bisschen unorthodox vielleicht. Nach unseren Recherchen kommt aus den Heizungsrohren auch gar keine heiße Luft. Nein, da kommt Orgelmusik raus. Heiße Luft soll von so manchem Animateur gekommen sein, der meist vorne steht. Andere Coaches sollen dagegen sinnvolle Tipps fürs Leben gegeben haben, für die man nicht extra neue Seiten aufklicken musste. Das kam alles an einem Stück in der Predigt. Bei den Katholiken gibt es das mit viel Glanz und Gloria. Der Entertainer trägt lange bunte Kleider. Oft gehen ganze Familien zur Messe. Der Vater, der Sohn und wer ansonsten noch auf den Geist geht. Ansonsten geht es beim Kündigen halt wie immer. Mögliche Gründe für eine Sonderkündigung können häufige Verbindungsabbrüche sein. Wer in seinem Gebet nicht gehört wird, muss also nicht dort bleiben. Gerne werden mit dem Gemeindeleben auch gleich Produkte beworben wie Nächstenliebe, Treue und Ehrlichkeit. Die sind aber auch im Abo gleich mit drin. Der Vertrag, der beinhaltet dann neben Online-Gottesdiensten im offenen Kanal, aber auch Besuche vor Ort. Mindestens viermal monatlich werden diese garantiert angeboten. Mit freier Platzwahl und zu Sonderaktionen auch immer wieder mit dem Leib Christi. Allerdings kann man diese exklusiven Vorteile auch nutzen, wenn man kein Mitglied ist. Zur Firmenphilosophie gehört es aber, dass man den Usern Ehrlichkeit zutraut. Die Kirche ist ein Betrieb mit über 2000 Jahren Erfahrung, das merkt man. Okay, bei Protestanten sind es nur 500, aber die machen das ganz routiniert. Ja, manches wird vielleicht auch etwas angestaubt, aber man bemüht sich. Bei Reformversuchen der katholischen Kirche waren die Pioniere oft schnell mit ihrem Latein am Ende. Die Sitzplätze haben nicht unbedingt Lounge-Charakter, da hat man schnell mal ein Kreuz. Warum die so unbequem sind, weiß der Heilige Geist. Seinen Segen kann man heutzutage schon digital erhalten. Gerne wird aber noch ganz altmodisch aus den Paulusbriefen vorgelesen. Die nehmen es manchmal sehr genau, da sind auch Korinther dabei. Der Entertainer liest auch gerne mal eine Geschichte ab. Wir kennen das ja auch von Thorsten Sträter oder Poetry Slammern. Beim Pfarrer sind das aber oft keine eigenen Geschichten. Die wollen halt ihren Bestseller verkaufen. Eckhart von Hirschhausen liest ja auch immer aus dem eigenen Buch vor, um die Menschen angeblich glücklich zu machen. Einige Mitglieder gehen auch auf Demos durch die Straßen. Wie wir das heute bei Demos kennen, werden diese dann schnell als Prozessionsspinner tituliert. Kurioserweise gelten diese Typen auf den Prozessionen aber nicht als Protestanten. Das ganze System ist aber durchaus transparent. Jedes Mitglied kann schon heute ins Testament schauen und alles lesen. Da wird zum Beispiel großzügig der Segen verteilt. Man kann zu diesen Gottesdiensten gerne mit dem SUV kommen, in einem Coupé oder auch in einem Märtyrer. Ob Alpha oder Omega, was immer man fährt, sind alle Menschen gleich.
Ein Klingelton kann man allerdings gar nicht abbestellen und auch keine anderen Sounds einspielen. Ich denke, Sie kennen das von Ihrem Kirchturm um die Ecke. Ähnlich wie beim Fitnessstudio-Vertrag erinnern Sie sich vor allem zu bestimmten Stichtagen daran. Beim Fitnessstudio fällt vielen am 1.1. ein, dass sie da mal wieder hin sollten. Beim Gemeindemitglied gerne zu Ostern oder Weihnachten. Gerade da gibt es aber auch Special Events, teils mit Krippenspiel und zwar in 3D und bester Klangqualität. Es gibt auch noch teure Erweiterungen wie die Eheschließung. Hier sollte man aber wissen, die gilt unbegrenzt. Wenn man diesen Vertrag kündigen möchte, und in vielen Fällen verstehe ich das, wird man an einen Drittanbieter verwiesen, der dafür richtig Kohle nimmt. Oft kommt es dann wieder zum Streit und man geht schließlich als geschiedene Leute auseinander. Die beiden großen Anbieter machen auch mal Kooperationen, die nennen das dann Ökumene. Bestimmt, weil es ökonomisch sinnvoll ist, mal zusammenzuarbeiten. Beide machen auch alle paar Jahre ein deutschlandweites Event, sowas wie die Bundesgartenschau oder die internationale Automobilausstellung. Sie nennen das Kirchentag. Geht auch mehrere Tage lang. Naja, der Bundestag geht ja auch 4 Jahre lang. Andere Glaubensanbieter sind neben den christlichen Kirchen zum Beispiel der Islam, der Buddhismus oder Apple. Im letzten Fall versprach der Vorsitzende Steve Jobs kein ewiges Leben. Die anderen Religionen bieten da aber alle vergleichbare Angebote mit Wiedergeburt und so weiter. Probieren Sie das ruhig mal aus. Religion kann eine spannende Sache sein. Dein Wort in Gottes Ohr. Und hier haben wir eine göttliche Eröffnung vorbereitet, während Markus ins Studio reinmarschiert. Ich sitze doch schon hier. Achso, ja dann, das ist blöd. Ja gut, dann gebe ich das Zepter jetzt einfach weiter. Diese Themen spielen heute keine Rolle. Miracoli wird legalisiert. Sorge, dass Nudeln in Fertigsoße süchtig machen? Katze war auf dem Nachbarsgrundstück saufen und wacht mit Kater auf. Verschwendung von Sendezeit. Sympathischer Bartträger liest Themen vor, die anschließend keine Rolle mehr spielen. Es gab wieder eine Umfrage. Wen wählen Sie, da in Frankreich Stichwahl ist? Über 58% der Franzosen, die gewählt haben, wählten Macron. Also die französische Marine hat verloren. Also die Marine Le Pen hat ihre Wahl nicht gewonnen. Und der Sieg hätte ja auch die Strukturen in der EU ziemlich verändert. Das glaube ich auch. Sie hat ja offen gesagt eigentlich, dass sie aus der EU raus will. Ja, nicht nur das, auch die Freundschaft zu Nachbarländern war ihr also ein Gräuel. Ja. Und Deutschland, Frankreich wird ja so gerne als so eine Achse gesehen von Ländern, die die EU vorantreiben. Weiß nicht, ob es immer so ist, aber zumindest wird es bei uns gerne so dargestellt. Ne? Ja, es bildet sich zumindest so eine Art Einheit heraus. Ja. Es gibt ja durchaus Länder, die immer so ein bisschen gegen vieles sind, wenn man mal so Ungarn erwähnen sollte. Ja, und jetzt ergibt sich dann mit der Marine Le Pen, hätte sich wahrscheinlich so eine Art Achse Ungarn und Russland vielleicht ergeben, eventuell. Ja, so eine EU stellt immer wieder von neuen Herausforderungen mit Ländern, die unterschiedliche Meinungen haben. Man kann ja auch nicht jeder unserer Meinung sein. Und wir sind ja im Land natürlich auch unterschiedlicher Meinung. Aber ich glaube, es hätte die EU ziemlich in Schwierigkeiten gebracht. Ja, das war halt das genaue Gegenteil von Zusammenarbeit. Ich meine, die EU versucht ja wenigstens viel zusammenzuarbeiten. Das ist zumindest der Plan. Kann man natürlich kritisieren, dass das nicht immer so läuft, wie es sein sollte. Ja. Deutschland war da auch so in der Griechenland-Hilfe auch etwas arrogant unterwegs, hier und da. Aber was Le Pen wollte, ist schon, wäre der Hammer geworden. Ja. Also aus europäischer Sicht, wir sind ja nur ein Nachbarland und leben nicht da, glaube ich, dass Macron Europa ein bisschen Aufwind gibt. Im Land hat er wohl auch viele Kritiker. Mhm. Da kann ich nicht so mitreden, bin ja kein Franzose. Ja. Also man hört halt, dass er sehr arrogant rüberkommt und sich auch öfter mal nicht dann gezeigt hat, wo er hätte sich zeigen sollen. Und ja. Also so sehr präsidial, könnte man dann vielleicht sagen. Obwohl das eigentlich in Frankreich wichtiger ist als bei uns zum Beispiel. Gleich geht es um den ultimativen Trugreim-Report. Das wird spannend. Und eine der 4 beliebtesten Jahreszeiten aller Zeiten. Bleiben Sie dran. Die neue Frau Spiegel, diese Woche von Rheinland-Pfalz nach Berlin und ins Abseits. Urlaubsdrama um unsäglichen Umgang mit Hochwasserdrama. Flut von Kritik zwingt sie zum Rücktritt. Geschmacklos, Granatsplitter und russischer Zupfkuchen im Geschmacksduell. Rätselspaß, was ist Putins Plan und was ist sein Beauty-Geheimnis? Ein Herz von Bofrost und ein Hirn aus Botox. Liebeschaos um Jenny Elvers und Marc Terenzi. Wie lange noch? Stirbt jemand an Krebs?
Frau Spiegel, jetzt am Kiosk, wer auch immer für Zeitschriften nach einem Kiosk sucht. Excrema Frischkäse, unsere ausgehärtete Altmilch mit den natürlichen Geschmackskorrekturen Knoblauchpesto, Feigelusche und Kräuter aus der Osteifel. So cremig, weil sich die Kühe mit den Altmilchklumpen richtig Mühe gegeben haben. Neu im Kühlregal, Bärenklau Chili und Naturart mit Milch von Landkühen. Excrema eignet sich auch für Veganer und Flexitarier mit wenig Durchhaltevermögen. Excrema. Sie finden unsere Videos übrigens bei YouTube unter diesem Code. Nicht bei Twitter, der Übersetzer ist mir zu launisch. Wenn jemand über negative Seiten seiner Tesla-Fabrik berichtet hat, wie das ZDF zum Beispiel, dürfen die Sender dann nicht mehr zu seinen Pressekonferenzen kommen. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass Twitter in seine Hände fällt. Naja, seine Mitarbeiter wollten ihn schon ins All schießen, aber er kam halt leider wieder runter. Viele Firmen streichen uns vorübergehend das Z aus ihrem Design, weil das Z ja als Symbol steht für den Krieg durch Russland. Zum Beispiel auf der Facebook-Seite wird das gerne rausgestrichen, weil da kann man das eben schnell ändern und durch den ganzen Namen ersetzen. Die Zurich-Versicherung hat das zum Beispiel gemacht, die Zeit hat ihr Z immer noch. Ich esse ja von Ott immer den Idronen-Joghurt, der hat weniger Ucker als andere. Besuchen wir künftig dann Igen und Ebras im O? Darf man denn bald nur noch Igeuner-Schnitzel sagen? Was meinst du, sollte man das Z überall weglassen, da wo so ein einzelnes Z als Logo zum Beispiel gezeigt wird? Ja, also ich glaube, das übertreiben muss man es in dem Sinne nicht, weil das Z wurde ja auch dort gewählt, weil es gar nicht im Alphabet überhaupt vorkommt. Und bei uns ist es halt ein stinknormaler Buchstabe. Man darf es halt nur nicht als... Ja, das gibt es bei denen nicht im Alphabet. Aber die haben ja sowieso eine andere Schrift als wir. Genau, kyrillisch. Ja. Ja. Also deswegen ist es eigentlich dort ein deutlicheres Symbol, als bei uns ein normales Z halt ist. Ja. Natürlich, wenn man das Z so malt, wie die es auch so machen, und das halt natürlich im Sinn gebraucht wird, wie dort, dann ist das für mich auch ein Hasssymbol auf jeden Fall. Ja, wenn es in diesem Sinne gebraucht wird, ja, ja. Aber das Z, dort ist ja ziemlich schlicht. Also man kennt zum Beispiel auch diese zackige Form von der SS damals aus dem Nationalsozialismus. Und wenn das S gerade so eine Form hat, dann sollte man es halt auch nicht benutzen. Ansonsten ist das S ein frei verfügbarer Buchstabe. Ja, er kommt auch öfter vor. Aber es ist halt, die Verwendung ist halt dann das Problem, das ist schon klar. Ja. Aber ich denke auch, dass man es da übertreiben kann. Andere Dinge sind vielleicht wichtiger, aber wenn man ein Z im Logo hat, weil der Name so anfängt, würde ich deshalb nicht verstecken. Zum Teil kommt ja auch noch die Farbgebung dazu. Da ist ja, glaube ich, dieses orange-schwarz gestreifte dann teilweise noch wichtig. Das kenne ich gut. Das hat man schon von rechtsstehenden Politikern oder so, die sich einfach mal ein kleines Schleifchen hingehalten haben, einfach nur mit orange-schwarz, damit man weiß, das ist ein Freund. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Ich kenne es auch von den Panzern. Die Panzer sind ja dunkel und das Z ist dann halt so in weiß oder so drauf gemalt. Ja. Daher kommt es ja eigentlich auch. Aber natürlich wird das dann mehr zu einem Logo hinterher. Ja. Die ukrainische Post hat neue Briefmarken herausgebracht mit einer klaren Botschaft an die russischen Angreifer. Zu sehen ist darauf ein ukrainischer Soldat, der einem Kriegsschiff den Stinkefinger zeigt. Ein Sonderstempel bildet zudem die Umrisse der von der russischen Marine eroberten Schlangeninsel im Schwarzen Meer ab, sowie den Anfang des Satzes: Russisches Kriegsschiff, fick dich. Treffer versenkt! Entschuldigung, ich war hier. Während die Ukrainer ihre Briefmarke lecken, ist das Kriegsschiff übrigens gesunken, weil es so stürmisch war. Meteorologen haben davon nichts mitbekommen, aber dann muss man halt den Wind verklagen. Machen sie aber nicht, die Russen wollen sich ja an der Ukraine rächen. Machen sie eigentlich schon seit Monaten. Wofür, das ist noch nicht entschieden. Ja, es ist traurig, gerade in so einem Krieg lernt man dann vieles über die jeweiligen Länder, von denen man sonst nicht so viel mitbekommen hat. Also Ukraine und auch Russland wusste ich nicht, dass so viele unserer Waren von daher kommen. Ja, und jetzt wird alles gekauft, wo man Angst hat, dass es knapp wird. Aber knapp wird es wohl nur, weil so viel gekauft wird. Aber es ist halt dann immer etwas absurd, wenn etwas knapp wird, was eigentlich überhaupt nicht das Thema ist. Also dann sind wir wieder beim Klopapier oder, oder bei Öl. Oder, ja, gut, Öl kann eventuell auch an den Energiepreisen gelegen haben. Aber
eigentlich geht es dann ja doch sehr um Weizen und Getreide, wo die Ukraine sehr viel produziert hat. Ja, anscheinend. Ich habe auch schon gehört, Deutschland könnte sich das selbst versorgen. Weiß nicht, ob es stimmt. Tut es aber ja anscheinend noch nicht. Ja, ich glaube, Weizen ist das Problem. Ich glaube, so bei Roggen würde, glaube ich, gehen. Ja, aber also schmeckt Weizen anders. Ne? Ist es, dann sieht es dann eher nach Vollkorn aus. Ich habe kein anderes Brot. Ich esse nur. Herr Fledi kennt sich mit Brotsorten nicht aus. Ja, ich esse ja auch oftmals gerne Brötchen. Man ist immer wieder überrascht, dass jetzt doch sehr viel immer mal wieder knapp wird oder so. Daran sieht man dann eigentlich, wie fein austariert so eine Wirtschaft eigentlich normalerweise läuft, ja. Was wir uns dann total gewöhnen, dass es halt so ist, ja. Dass Supermärkte voll sind und dann plötzlich denken Leute, ich brauche jetzt Mehl. Ja. Ja, man erkennt das Mehlregal immer daran schon von Weitem, dass an der Stelle ein großes Loch ist und es leer ist. Ne? Ja. Da steht dann zwar mittlerweile oft ein Schild, bitte nur 2 Packungen mitnehmen, aber es ist halt einfach nie was da. Hm. Ich habe das schon extrem oft geguckt. Nicht ja, für mich, aber ich habe bei mir im Haus ein kleines Café und nicht von mir. Und da würde ich auch denen gerne etwas Mehl mitbringen, weil die nur einen kleinen Stiel backen, kriegst aber nichts. Ich habe ja schon fast die Theorie, dass Supermärkte generell immer irgendwo ein Loch haben und es wandert im Moment. Hier bei Klopapier, Nudeln, jetzt ist es so bei Mehl, Öl, ja. Vielleicht demnächst fehlen vielleicht Schokolade. Was? Ja, so schnell mal eine Vorrat aufstocken. Ja. Kaufst du irgendwas auf Vorrat? Also aus der Angst, dass es knapp werden könnte? Nein, weil ich glaube, unsere Wirtschaft wird, auch wenn es mal irgendwann mal nicht lieferbar ist, irgendwas, dann kommt es halt irgendwann dann doch wieder nach. Also ich war auch bei ganz Klopapierzeiten sehr entspannt, ja, weil ich zum Glück aber auch vorher zufällig gekauft hatte. Ich habe quasi einfach nur gewartet, bis der Run weg war und dann war ich eigentlich sowieso wieder dran. Ja, irgendwann müssen diese Dinge ja auch wieder verfügbar sein in normalen Mengen, aber wenn das halt erst umgestellt werden muss, dass in Deutschland davon mehr produziert wird. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Gerade bei Naturprodukten wie Weizen kann es ja nicht sagen, Felder wachsen jetzt mal schnell, wo vorher was anderes gewachsen ist. Ja, dann ist halt die Frage, was man dann anbaut. Ich habe jetzt schon von Bauern gehört, die jetzt zum Beispiel auch mehr Raps anbauen wollen, wegen Energie und Öl. Dass es dann mehr Rapsölfelder geben soll. Ja. Wo man dann sich überlegt, was war denn dann da vorher? Fehlt uns dann vielleicht noch mehr Getreide, weil wir dann Rapsöl haben? Oder so, ich weiß auch nicht. Also, ja, manche würden ja mittlerweile morden für Sonnenblumenöl. Ja, aber es gibt ja zum Glück auch immer Leute, die das dann aufklären. Die Verkäuferin im Lidl? Nein, wir haben hier eine Reportage über die wichtige Polizeiarbeit. Das wird jetzt bestimmt ein Mordsgaudi. Oh ja. Als im März 2021 die 17-jährige Gwendolyn Rosanita del Sanchez El Paragon nicht zur Arbeit erschien, war es vielen noch gleichgültig. Doch bald bringt ein Fund in einem 3,14159 Kilometer entfernten Autobahnstück grausige Gewissheit. Können ein Erpresserbrief, ein Kommissar und moderne Kriminaltechnik den Fall lösen? Und wie können Erinnerungen an das große Metzgerei-Schrader-Massaker mit 9¾ Toten behilflich sein? März 2021. Wir sind in der ländlichen Großstadt Kaiserslautern um 4.30 Uhr. Für die 17-jährige Gwendolyn Rosanita del Sanchez El Paragon ist es ein normaler Arbeitstag in der nahegelegenen Wurstmassenverpressungsanlage eines größtenteils legalen Schlachtindustrieinvestors, in der sie seit knapp 4 Jahren arbeitet. Sie war ein liebenswertes, makelloses, mitreißendes, hübsches, intelligentes, fehlerfreies und überall geliebtes Geschöpf Gottes. Sie war engelsgleich und verbreitete eine Aura des Glücks. Sogar ihre Fürze dufteten nach Veilchen. Roswitha war einfach ein Geschenk. Ach so, ja, Gwendolyn, meine ich ja. Ach, wie furchtbar. Da ihre Mutter noch bis nach 12 Uhr schlief, machte Gwendolyn sich wie jeden Tag alleine gegen 4.45 Uhr auf den Weg. Doch bei ihrer Arbeit in der Wurstmassenverpressungsanlage 7b, Silo 3 Süd, kam sie nie an. Ihr Werksleiter erinnert sich.
Ich hatte an dem Tag Schicht am Wurstmassenverpressungssilo 3 Süd, unserer sehr legalen Schlachtindustrie-Manufaktur. Ja, Gwendolyn, wir nannten sie ja liebevoll Hemmi. Sie verstehen? Hemm. Ach, naja. Auf jeden Fall war sie zum Schichtbeginn um 5:00 Uhr nicht da. Nachdem ich 2 Minuten später mit ihrer schriftlichen Abmahnung fertig war, machte ich mir natürlich große Sorgen. Uns allen steckt halt noch das große Metzgerei-Schrader-Massaker mit 9 3/4 Toten in den Knochen. Doch Gwendolyn Rosanita del Sanchez El Paragon blieb verschwunden. Dass die partyaffine Punk-Liebhaberin nach 22 Uhr nicht zu Hause war, war sehr ungewöhnlich. Meine Gwendolyn hatte durch ihren lokalen Drogenhandel so viele Freunde. Sie kamen meist zwischen 22 und 3 Uhr nachts zu ihr zu Besuch. Das liebte sie einfach. Sie haben dann immer so viel gelacht. Alle Freunde hatten ganz glasige Augen, als sie wieder gingen. Meine Gwen war einfach für jeden ein Sonnenschein. Doch noch in der gleichen Nacht spitzte sich die Situation zu. Nach einem lockeren Plausch mit Onkel Karl an der Wohnungstür fand Gwendolyns Mutter einen Erpresserbrief zwischen ihren Füßen. Dies ließ sie stutzen. Der Kriminalforensiker Dr. Eberhard Sauerbruch Popolopoulos weiß, welche Techniken hier zum Einsatz kommen. Bei der Zubringung eines Zwangandrohens des Schriftmittelträgers oder wie Sie laienhaft wohl sagen würden, Erpresserbrief, ist es wichtig, die auf ihm verbrachten Fingerkuppen-Kapillarleistenspuren oder wie Sie laienhaft wohl sagen würden, Fingerabdrücke nicht zu beeinträchtigen. Im Labor ist es möglich, durch stundenlanges Auskochen des Erpresserbriefs in speziellen Säuren den kompletten Brief bis auf die Fingerabdrücke aufzulösen. So isoliert können diese auf ein frisches Blatt Papier übertragen und mit schwarzem Pulver wieder sichtbar gemacht werden. Im Erpresserbrief fordert der Erpresser 5 Millionen italienische Lira und ein Fiat mit Monokassettendeck als Fluchtwagen. Sowohl der Brief als auch der Umschlag werden umgehend kriminaltechnisch auf Spuren von dem oder den Tätern untersucht. Die Polizei weiß, bei einer Geiselnahme kommt es auf jeden Tag an, da manche Geiselnehmer sogar auf eine Antwort warten. Am nächsten Morgen um 9.30 Uhr kam der Günther von der Poststelle und übergab mir eine per Faxkopie erstellte Sicherung des zwangandrohenden Schriftmittelträgers. Ich wusste gleich, dass ein Erpresserbrief kein gutes Zeichen ist. Mein Gefühl hatte mich auch bei dem großen Metzgerei-Schrader-Massaker mit 9 3/4 Toten nicht getäuscht. Und so war es dieses Mal auch. Nicht ganz so stark, aber immerhin fast. Also so 83% davon. Oder 84%. Der Fall war eine ungeahnte Herausforderung für alle Beteiligten und alle 2 verfügbaren Beamte begannen sofort am nächsten Tag um 9.30 Uhr mit den Ermittlungen. Doch bevor die Analyse des kriminaltechnischen Labors vorlag, verflog jede Hoffnung. Ein Jogger fand auf einer nahegelegenen Autobahn den Körper einer jungen Frau. Als der herbeigerufene Notarzt eintraf, kam bereits jede Hilfe zu spät. Schon weil das Opfer nicht beatmet werden konnte, da der Kopf abgetrennt war. Im Jahr 2021 stand die Analysetechnik noch ganz am Anfang. Daher wurde zur Identifizierung die Schuhgröße des Opfers verwendet. Hierbei werden die Schuhe des Opfers mit Vergleichsschuhen verglichen. In diesem Fall war das Ergebnis eindeutig. Es war Gwendolyn. Erst Ende 2021 wurden neuartige Analysemaschinen beschafft, die nun auch echte Ergebnisse liefern. Wir waren natürlich schockiert. Ich habe in meinen 79 Jahren im Polizeidienst ja viel gesehen, aber diese Tat überschattet alles. Sogar das große Metzgerei-Schrader-Massaker mit 9 3/4 Toten damals. Naja, fast zumindest. So zu 84%. Als mich Kommissar Pasulke anrief und irgendwas von Mord redete, hatte ich sofort ein ungutes Gefühl. Es war wie eine Vorahnung, wie ein Hinweis aus einer anderen Welt. Ich wusste, der Tag würde noch Grauenvolles hervorbringen. Ich bin nämlich sehr sensibel, wissen Sie? Und tatsächlich, mein Fahrrad hatte einen Platten. Ach ja, und dann noch die Sache mit Gwendolyn. Oh, mein armes Engelchen. Man kennt ja so viel aus dem Fernsehen, aber doch niemals hier, bei uns, in einer Großstadt.
Niemand konnte sich sowas Schlimmes vorstellen. Gerade weil das große Metzgerei-Schrader-Massaker mit 9¾-Toten schon Jahre zurückliegt. Um die Tat aufzuklären, müssen sich Gwendolins Mutter und Kommissar Pasulke vollständig auf die Kriminaltechnik verlassen. Doch da gibt es ein Problem. Leider ergaben auch modernste Analysen des Erpresserbriefs keine Hinweise auf die Herkunft. Auch nach stundenlangem Säurekochen haben wir keinen Fingerabdruck finden können. Jetzt bleibt uns nur noch dieses benutzte Taschentuch, was wir am Tatort aufgefunden haben. Wir hoffen, hier Täterspuren sicherzustellen, und wenn sie noch so mikroskopisch klein sein sollten. Noch während das kriminaltechnische Labor versuchte, wegen fehlender Ausrüstung und Finanzierung auf ein Labor für Vaterschaftstests für eine DNA-Analyse auszuweichen, kam ihnen der Zufall zu Hilfe. Zeugen beobachteten, wie Gwendolins Onkel, der dänischstämmige Karl Rodriguez del Sanchez El Paragon, in einem Gespräch mit Gwens Mutter ein Papiertaschentuch benutzte und achtlos entsorgte. Dieses konnte von Polizeibeamten verhaftet und somit für Analysen sichergestellt werden. Als ein Morgen um 9.30 Uhr der Günther von der Poststelle mit den Faxrollen mit der Post kam, traute ich meinen Augen nicht. Das Labor wies eindeutig nach, dass es sich bei den Taschentüchern um ein Taschentuch handelte. Nein, beide Taschentücher waren der Täter. Nein, nicht die Taschentücher. Ich meine, Onkel Karl konnte als Täter zweifelsfall überführt werden. Ein voller Erfolg. Doch Karl Rodriguez del Sanchez El Paragon stritt jede Tatbeteiligung ab und behauptete niemals im Leben ein Taschentuch benutzt zu haben. Die Polizei bestand auf einen Lügendetektortest, den Onkel Karl beim vierten Anlauf auch endlich nicht bestand. Im Herbst 2021 plädierten die 12 Geschworenen aufgrund der überwältigenden Beweise Onkel Karl für schuldig und der Richter verurteilte ihn zu 7.298 Jahren Gefängnis mit ein wenig Bewährung. Der Fall ist ein gutes Beispiel dafür, wie wenig Polizeiarbeit, saubere Kriminaltechnik und die Erinnerung an das große Metzgerei-Schrader-Massaker mit 9¾-Toten zur Überführung eines Mörders führte. Auch Kommissar Pasulke wird diesen Fall sein Leben lang nicht mehr vergessen. Ja. Welcher Fall? Ach so, ja. Oh, 9¾. Mann. Onkel Karl wird sein Lebtag das Gefängnis nicht mehr verlassen und Kommissar Pasulke kann die Akte Gwendolin endlich schließen. Frühlingsgefühle kennen Sie, toller Übergang übrigens, ne, von diesem Thema. Wenn Nase wieder juckt und man niesen muss, ohne erkältet zu sein, kann auch Corona sein oder einfach nur der Frühling. Da geht man morgens raus mit der Winterjacke und mittags zieht man ein Kleidungsstück nach dem anderen aus und trägt es mit sich rum. Zwiebelung. Also das, was mein Frühstück immer trägt, also Zwiebeln. Zwiebeln. Wenn ich morgens von meinem Spaziergang durch die Felder, durch die Rapsfelder zum Beispiel zurückkomme, sehe ich aus wie ein Postbote, wenn der Raps wieder blüht. Fällt aber nicht weiter auf, mein Auto sieht dann auch aus wie ein Postauto. So geht's uns auf dem Land. Vor kurzem noch übers Eis geschlittert, jetzt esse ich es schon wieder. Und wenn ich dann in die Sonne gehe, wechselt meine Hautfarbe von blass-weiß auf knallrot. Für mich sollte Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 200 erfunden werden. Sonst habe ich um die Jahreszeit immer in zwielichtigen Holzbuden am Straßenrand Spargel gekauft. Die sind bestimmt illegal, wenn man es nicht in den Läden kauft. Dieses Jahr werden in diesen Buden dann bestimmt Öl und Mehl gehandelt. Ich mag ja Spargel. Ich frage mich aber immer, warum sie diese Vanillesoße über den Spargel machen. Da musst du mal so einen Spargel-Tarzan fragen. Zum Ende noch ein paar Weisheiten, die sie im Leben sicher weiterbringen. Glückliche Männer sind mit einer Rheinland-Pfälzerin verheiratet. Die glücklichsten Männer sind ledig. Lieber ein Bauch vom Esse wie ein Buckel vom Schaffe. Besser ein Mick im Kraut wie gar kein Fleisch. Messer, Gabel, Schere, Licht bekommst du bei Wisch nicht. Der Staubsaugerschlauch saugt auch Hausstaub in den Staubsaugerbauch. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Gut, dann auf zum Spargeldealer. Und wir kommen wieder, bis es Ihnen gefällt. Tschüssi. Tschüssi.